Huch, die drei. Oh nein, ihr schon wieder. Wollte genau dasselbe sagen. Was macht ihr drei denn hier? Klappe, ihr seid uns doch gefolgt. Nein, eigentlich sind wir... Das hört jetzt auf. Kein Schritt weiter. Was wollt ihr dagegen machen? Dieses Mal werden wir euch wirklich auf Befehl Ihrer Majestät eliminieren. Schon wieder? Also, was tun wir? Wir können wohl nichts tun, außer... Wag es ja nicht! Du hast versprochen, ihnen nicht weh zu tun. Erinnerst du dich? Oh, stimmt. Wir können sie also entweder wieder überreden, was wohl nicht klappen wird, oder sie ignorieren. Vielleicht rennen sie ja auch weg, wenn wir ihnen Angst einjagen. Ich will sie mal ignorieren. Wir sollten sie wohl einfach ignorieren. Ja, scheint unsere beste Option zu sein. Wenn du das sagst. Ob das klappen wird? Sie starren uns immer noch finster an. Dann schau sie nicht an, wenn wir sie einfach in Ruhe lassen. Ihr dreht uns den Rücken zu, hä? Das wird ein leichtes Spiel. Attacke! Aua, hey, ouch! Lass das! Wie gefällt euch das? Oh nein, das scheint ihnen nichts auszumachen. Nächstes Mal schnappen wir sie uns. Rückzug! Takuma, ist alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Mann, was haben die für ein Problem? Mir tun sie fast leid, wisst ihr? Okay, sie sind weg und wir sollten besser weiter nach Mio suchen. Haru, Miyuki, geht es euch gut? Nicht zu müde? Es geht uns gut. Gut. Okay, dann weiter mit der Suche. Ich frag mich immer noch, wer die Königin ist. Ich wollte immer noch in den Hof da. Oh, hier ein. Was wir schon haben, Mon. Apropos, was wir schon haben, Mon. Kann ich sehen, zu was sich Meramon... Zu was sehr groß wird? Blumeramon. Ich vermute mal, da rechts wird Phönixmon sein, aber oben kann ich gar nicht erkennen. Kein Plan. Weiß ich nicht. Ich erkenne nicht wirklich viel. Kein Plan. Hier wissen wir ja schon. Hier wissen wir ja, glaube ich, auch schon. Glaube ich, weiß ich nicht. Weiß ich? Nee, keine Ahnung. Wenn da überhaupt, wenn es irgendwann mal soweit sein sollte. Ist das Kaito? Vielleicht sollte ich etwas zu ihm sagen. Naja, besser nicht. Mann, wo könnte sich Mio verstecken? Hoffentlich sitzt sie nicht irgendwo und weint. Kaito wirkt immer so überraschend sanft, wenn er so drauf ist. Mio muss ihm wirklich sehr wichtig sein. Aber wenn ich ehrlich bin... Aber wenn ich ehrlich bin, kam sie mir immer etwas seltsam vor. Takuma, warum glotzt du mich so an? Du wirfst mir echt komische Blicke zu. Oh, ich habe mir nur vorgestellt, wie deine Schwester wohl so ist. Ja? Was möchtest du wissen? Ist schwer zu beantworten, wenn er mich so direkt fragt. Soll ich fragen, was er am meisten an ihr mag oder was er am niedlichsten findet? Aber das könnte ihm vielleicht peinlich sein. Was gibt es noch? Ich könnte vielleicht fragen, ob es nervt, eine Schwester zu haben. Das da, weiß ich nicht, keine Ahnung. Was magst du an Mio am meisten? Hä? Was soll die Frage? Ich hätte einfach nie gedacht, dass du so bei ihr so einen extremen Beschützerinstinkt hast. Also dachte ich mir, dass sie dir sehr wichtig sein muss und habe mich gefragt, warum genau? Komm bloß nicht auf blöde Ideen. Ich stehe nicht auf meine Schwester und ich werde wegen ihr auch keinen Waschlappen. Okay, gut, dass wir drüber geredet haben. Hey, die Zuneigung erhöht sich. Es ist einfach, du weißt schon, Familie eben. Ich wusste, dass es ihm peinlich sein würde. Stell doch nicht so komische Fragen. Eins ist jedenfalls sicher, du sorgst nicht um sie. Ich bin alles, was sie hat, also muss ich auf sie aufpassen. Ja, du wirkst aber ein bisschen übervorsichtig. Verdammt, wir haben den ganzen Park abgegrast und keine Hinweise gefunden. Wo könnte Mio bloß stecken? Haben wir uns irgendwo noch nicht umgesehen? Ich glaube, wir waren überall.
Mann, was sollen wir jetzt machen? Hört ihr auch Schritte? Ich nicht. Hast du dir das vielleicht nur eingebildet? Ich höre sie auch. Klingt, als würden sie sich nähern. Sag nicht, dass das das Ding von vorhin ist. Oh nein, nicht schon wieder. Ayoi ist schon in Ordnung. Keine Sorge, die Schritte klingen eher nach. Eindringlinge, da seid ihr ja. Oh, die schon wieder. Schon wieder. Das wievielte Mal ist das jetzt? Wann kapieren die es endlich? Hab wohl gedacht, wir lassen euch das von vorhin durchgehen, wa? Jetzt revanchieren wir uns. Könnt ihr uns bitte einfach in Ruhe lassen? Ihr könnt nicht fliehen. Dieses Mal werden wir euch wirklich eliminieren, auf Befehl ihrer Majestät. So wie zum Thema ausdiskutieren. Die hören mir einfach nicht zu. Dann muss ich es wohl versuchen. Ich will nicht, dass wir hier noch mehr Zeit verschwenden. Was, wenn wir den Blickkontakt vermeiden oder sie komplett ignorieren? Das wäre wohl die beste Methode. Wir könnten sie ignorieren, aber ich habe eine bessere Idee. Was denn? Wir lügen sie an und behaupten, wir dienen auch der Königin. Die könnten dumm genug sein, um das zu schlucken. Hey, was flüstert ihr denn da? Wir besprechen nur unsere Strategie. Schluss damit! Zeig mal, was ihr drauf habt. Takuma, wir müssen uns schnell entscheiden. Tsuchi könnte versuchen, mit ihnen zu reden. Oder wir ignorieren sie, wie Saki meint. Oder wir könnten so tun, als würden wir auch der Königin dienen. Als Diener ausgeben, weiter versuchen, mit ihnen zu reden. Also Tsuchi lasse ich garantiert nicht mit ihnen reden. Tsuchi ist ein Arsch. Sie ignorieren hat beim ersten Mal auch nicht geklappt. Also als Diener ausgeben. Mal was Neues. Manchmal machen wir es, wie Minoru sagt, und behaupten, wir dienen auch der Königin. Okay, überlass das mir. Hey, kommt schon, Leute. Regt euch nicht so auf. Du da, großer Mensch. Komm nicht näher. Du benimmst dich verdächtig. Was soll denn daran verdächtig sein? Wisst ihr nicht, dass wir auch auf derselben Seite stehen? Was tun wir? Warum? Ist das nicht offensichtlich? Wir dienen ebenfalls ihrer Majestät, der Königin. Du? Nicht nur ich. Wir alle. Wirklich? Also müssen wir sie nicht eliminieren? Nicht, wenn sie der Königin dienen. Ihr glaubt mir? Hervorragend. Dann werden wir uns gut verstehen. Hey, das läuft ziemlich gut. Oh, und falls einer von euch weiß, wo Mio ist... Moment! Mich kannst du nicht täuschen. Hä? Ihr dient auf keinen Fall der Königin. Vorhin hast du davon gesprochen, sie zu vermöbeln, du Lügner. Oh Mann, sie haben uns durchschaut. Sind wohl doch nicht so ganz so dumm. Wie könnt ihr es wagen, uns anzulügen und reinzulegen? Ihr seid fürchterliche Fieslinge. Wir müssen euch jetzt endlich aufhalten. Minoru, zurück. Ich glaube, das ist jetzt wirklich zum Kampf. Ich glaube, jetzt kommen wir sogar wirklich mal zum Kampf. Ich glaube, jetzt dürfen wir sie wirklich verprügeln. Oh, wir dürfen sie wirklich verprügeln. Das ist nice. Endlich dürfen wir die verprügeln. Den will ich nicht dabei haben. Der ist zu langsam. Ich glaube nicht, dass wir vor denen Angst haben müssen, tatsächlich. Reden? Geht bestimmt nicht, wa? Nö. Sind tiny Katzen da? Hä? Sind kleine Katzen da? Also noch so viele Items. Ach, du kümmerst dich um Palmon. Du kannst dich um die Items kümmern. Jeder das, was er kann. Du kannst halt nur Items. Oh, meine Ohren pfeifen. Ach, typisch. Huch. So weit wollte ich nicht, aber egal. So gruselig ist es nicht. So gefährlich sind sie nicht. Wenn die uns ein bisschen Schaden machen, ist auch nicht schlimm. Man muss ja immer so sehen, dass wir immer noch super stark sind. Und einfach die Besten. Palmon haut ab. Ja, muss ich von vorne angreifen. Ja, was soll's.
Ist ja egal. Schaden ist Schaden. Kleine Heldenfrucht. Quatsch. Schöne Technik. Der hat sowieso kein Schild, also müsste er vielleicht sogar tot sein. Sehr gut. Palmon abgefackelt. Palmon. Patamon. Der ist auch durch Gift tot. Da ich aber noch die Kiste haben will, machen wir über Normalangriff hier. Ich will noch die Kiste haben. Salbe! Mach mal. Ist nicht so tragisch. Flinke Banane, Prügelkarotte, kleine Heldenfrucht, zwei Stück. Schön. Das ist noch nicht vorbei. Puh, warum bin ich hier so erschöpft? Es ist hart, sich ständig mit dem gleichen Quatsch abzuplagen. Sie soll sich nächstes Mal mit mir anlegen, dann kommen sie nicht so ungeschoren davon. Du willst ihn aber nicht wehtun, oder Kaito? Tja, Ayoi, ich muss dir leider sagen, dass Kaito nicht der Einzige ist, der sauer auf sie ist. Aber hoffen wir einfach, dass wir ihn nicht mehr über den Weg laufen. Nachdem du das gesagt hast, werden wir ihn ganz sicher wieder über den Weg laufen. Hä? Warum das denn? Ist wie eine Vorahnung. Ja, aber nicht so, als würde gleich jemand sterben. Eher so, als ob man gleich jemanden trifft. Was passiert denn, wenn man so etwas vorahnt? Also wenn das hier ein Manga wäre, würde das als nächstes passieren. Ist wohl keine sonderlich gute Erklärung. Ist doch egal. Suchen wir weiter nach Mio. Wir haben noch keine Hinweise entdeckt. Gute Idee. Wo kann sie nur sein? Interessiert mich nicht. Hauptplatz zurück. Alle sind da. Ist was passiert? Schloss. Riesenrad. Der Typ. Okay, geht nur der Typ. Okay, alle sind hier. Besprechen wir unsere aktuelle Lage. Was gibt's da zu besprechen? Wir haben nichts gefunden. Keinen einzigen Hinweis. Hey, du musst deswegen nicht so aggressiv werden. Bist du der Einzige, dem das zu schaffen macht? Ach, du hast recht. Tut mir leid. Dabei wolltet ihr mir alle nur helfen. Aber ich halte es einfach nicht aus. Hey, mach dir keine Sorgen. Wir verstehen das. Obwohl ich nicht weiß, was wir sonst noch tun könnten. Wo können wir noch suchen? Keine Ahnung. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir nicht allzu lange hier rumstehen sollten. Wieso nicht? Ist nur so ein Gefühl. Aber immer wenn wir uns so treffen, kriegen wir gleich Gesellschaft. Oh ja, ich verstehe, was du meinst. Stimmt, wie konnte ich das vergessen? Moment, das verstehe ich nicht. Ich will sagen, wenn wir hier zu lange rumstehen, werden diese nervigen kleinen Viecher nach uns suchen? Unfassbar, die sind wirklich aufgetaucht. Im Ernst? Die Vorahnung ist aber schnell eingetroffen. Hey, tut nicht so überrascht. Ihr habt uns doch gerufen. Wir haben gerade niemanden gerufen. Habt ihr wohl, um alles ein für alle Mal zu klären. Genau, dieses Mal. Dieses Mal von allen Malen und zum kein anderen Mal werden wir euch erledigen. Denn so lauten die Befehle Ihrer Majestät. Was sollen wir tun, Takuma? Mal überlegen. Diese dämlichen, blabbernden, nervigen Gören. Kaito?
Ich hab echt genug. Ja. Kaito sind wohl die Sicherung durchgebrannt. Wenn ihr kleinen Deppen euch noch einmal mit mir anlegt. Kaito, nicht, hör auf. Bitte beruhig dich. Sag mir nicht, dass ich mich beruhigen soll. Es reicht jetzt. Du jagst ihnen richtig Angst ein. Der große Mensch ist gruselig. Eure Majestät, ich hasse das. Sie weinen. Ah, gut, bitte, was zur Hölle sollen wir denn machen? Ich rede mit ihnen. Du bleibst hier, Kaito. Das haben wir schon versucht und es hat nicht geklappt. Lass mich das machen. Na toll, jetzt wird Aioi sauer. Das hat Kaito auch verdient. Was glaubt er, wer er ist, hier so rumzuschreien? Aber bist du dir da sicher, Aioi? Natürlich. Die sind gar nicht so schlimm. Hört mal, tut mir leid, dass wir euch so erschreckt haben. Ich komme ein bisschen näher, okay? Ich tue euch auch nichts. Hä? Warum geht sie in die Hocke? Um ihnen in die Augen zu schauen. Sie behandelt sie, als ob man... mit einem kleinen Kind spricht. Sie will nicht, dass sie sich bedroht fühlen. Wie Kinder manchmal Angst bekommen, wenn Erwachsene auf sie runterschauen, weißt du? Oh, jetzt verstehe ich. Ja, ich glaube, ich weiß, wie sich das anfühlt. Geht das etwa in meine Richtung? Ich habe nie Angst, wenn du auf mich runterschaust, Takuma. Psst, konzentrieren wir uns auf Aioi. Dieser Ort bedeutet euch wohl sehr viel. Es tut uns leid, dass wir einfach so hier aufgetaucht sind. Aber wir haben nichts Schlimmes vor. Wir suchen nach der kleinen Schwester unseres Freundes. Klingt das für euch okay? Und ihr seid wirklich nur deswegen hier? Wow, sie hören Aioi wirklich zu. Nur deswegen. Wir suchen nach einem Menschenmädchen namens Mio. Einem Menschenmädchen wie die Königin? Was? Ist eure Königin ein Menschenmädchen? Ja, ist sie. Oh, vielleicht weiß die Königin etwas über eure Freundin. Wirklich? Würde sie uns das sagen? Da müssen wir sie fragen. Könntest du sie bitte fragen? Das könnten wir. Gehen wir zu unserem Geheimversteck und schauen, was sie sagt. Euer Geheimversteck? Okay, wir fragen sie. Wartet. Oh, sie sind weg. Ihre Königin ist ein Menschenmädchen? Ja, das haben sie gesagt. Ein Menschenmädchen, genau wie Mio. Das gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Wieso nicht? Kommt schon, wir müssen den Kleinen folgen. Aber warum? Ich glaube, ich weiß, was wir finden, wenn wir das machen. Behaltet sie im Auge, ja? Und lasst sie nicht Lunte riechen. Okay, kommt schon, machen wir, was Kaito sagt. Wir müssen ihnen so folgen, dass sie es nicht merken, richtig? Das kann ich. Na, wenigstens einer, der das kann. Ich nehme ihn nicht. Los, wir müssen uns beeilen. Hey, glaubt ihr, wir werden verfolgt? Nee, alles in Ordnung. Kommt schon, wir müssen zu Ihrer Majestät. Das war echt knapp. Allerdings, aber sie haben uns wohl nicht bemerkt. Eins frage ich mich aber, warum laufen sie um das Schloss? Wow, Takuma, schau dir das mal an. Sie gehen rein. Ja, tun sie. Das muss also eine Hintertür sein. Da das Schlosstor versperrt war, wussten wir nicht, wie man reinkommt. Das ist wohl ein weiterer Eingang. Ist uns nie aufgefallen. Allerdings nicht. Aber gehen wir rein. Ich muss gleich Aufnahmepause machen. Mein Hals bringt mich gerade um. Aber ich will auch nicht. Wow, diese Halle ist echt beeindruckend. Wie in einem echten Schloss. Wo lang sind die Kleinen wohl gegangen? Unfassbar, wir haben sie schon verloren. Wo können sie sein? Ich bin mir zwar nicht sicher, aber wir sollten weiter reingehen. Ups, falsche Taste. Ich wollte ja auch nur, dass das angezeigt wird. Das Angemon. Ich möchte aber auch ein Angemon haben und vor allem auch ein Patamon. Lass uns das mal nochmal schnell mal machen. Lass uns mal schnell die Lappen hier fangen.
Da wollen wir mal gucken, vielleicht kriege ich die ja alle. Ich will einen Patermon und ich will einen Angemon. Haben wir noch nicht, also. Also geben wir unser Bestes. Okay, wir versuchen es mal erstmal mit Angemon. Das Ziel dieses Kampfes besteht darin, die Stärke der Teilnehmer auf die Probe zu stellen. Ich werde gewinnen. Ich bin der Stärkere. Wer hat dafür Zeit? Ich werde gewinnen. Ah, wie interessant. Okay, okay, das ist schon mal gut. Es ist besser, irgendwas zu unternehmen, als nur rumzusitzen und sich Sorgen zu machen. Immer erst nachdenken. Man muss sich bewegen. Das mache ich auch. Das mache ich auch? Keine Ahnung. Wie ist das? Wie kann das denn nicht zu dir stimmen? Möchtest du mir irgendwas sagen? Nur nicht so schüchtern. Du bist super cool. Du bist super cool? Weiß ich nicht. Hören Sie das gerne? Nicht so gerne. Ah, Mann, kein Angemon bekommen. Naja, gut, das war das erste Mal. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Da ist das natürlich ein bisschen schwieriger beim ersten Mal, ne? Wenn man sich dennoch vergessen hat, was da, ne? Und, ne? Ah, über Tuskmon bin ich noch nicht begeistert, aber wenn er sich irgendwann mal entwickelt... Aua, das tat ja sogar weh. Patamon, mal gucken, wir haben zwei Versuche. Was ist für dich das Wichtigste? Meine Freunde. Naja, war jetzt nicht so toll scheinbar. Hast du jemals gelogen? Unzählige Male, einmal für einen Freund, einmal für einen Freund. Okay, okay, okay. Das macht komische Geräusche. Warum sind Blätter grün? Hatten wir schon mal ein Patamon? Die Frage kommt mir sehr bekannt vor. Hä? Das ist jetzt nicht richtig? Am Arsch, Mann. Letztes Mal war... Bei irgendjemandem war das doch schon mal. Und da war das doch richtig gewesen. Ach, leck mich. Die Frage kam doch schon mal, warum sind Blätter grün? Und da war es wegen dem Chloroform, oder? Weil wegen dem Chloro... Klostein da, wegen dem... Wegen dem Zeug halt. Mann, ey. Kann man denn so wie Becher haben? Hast du jemals gelogen? Einmal für einen Freund? Warum sind Blätter grün? Weil es beruhigt ist? Naja, es geht ja schon mal. Irgendwann werde ich hier das Sagen haben. Ziele sind gut. Das sehe ich anders. Keine Chance. Stell mich ein. Ziele sind gut. Naja, gut. Wir sind über den Balken heraus. Also haben wir eine Chance. 77? Das muss doch klappen. Ich begleite dich. Ja, wir haben ein Patamon. Und ein Digimon weniger, was wir bekämpfen müssen. Reden geht nicht mehr. Alle anderen haben wir verkackt. Wir haben wenigstens ein paar Patamon bekommen, das ist ja schon mal was. Weg? Blödes Angemon. Wollte ja nicht mein Freund sein. Wenn ich mein Freund sein will, wird verprügelt. Sehr schön. Und wir haben Patamon. Und jetzt erstmal Aufnahmepause. Eine Folge fehlt noch bis Freitag. Ich hoffe, die kriege ich irgendwo rein. Prügelkarotte, mittleres Grillgut und ein Patamon. Naja, Patamon ist auch nur ein mittleres Grillgut. Sind wir mal ehrlich. Dann bin ich jetzt aber raus
Und wir sehen uns beim nächsten. Wir müssen den Kimonogami auf der Spur bleiben. Oh, wir nennen das sogar Kimonogami. Gehen wir durch den Schlossflur. Naja, das machen wir in der nächsten Folge. Und dann werden wir die Königin treffen, die... Ja, weiß ich nicht. Aber sie haben gesagt, die Königin kann die Digimon in Stein verwandeln. Mio kann sie ja nicht in Stein verwandeln. Das wundert mich. Vielleicht ist es gar nicht Mio. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur wieder Arukenimon, die sich als Menschenfrau wieder ausgibt. Ich weiß es nicht. Na gut, ich bin jetzt aber raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Und einfach nochmal ganz pauschal, sorry für das ganze Gehuste. Aber vielleicht wird es bald besser. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.